Man sollte schon ein bisschen leveln. Das werdet ihr. Das, also, wenn ihr mal, was ich eigentlich ziemlich cool finden würde, auch mal anfangen solltet, das zu zocken, sollte ich euch wärmstens empfehlen, auf jeden Fall immer die Chance zu nutzen, wenn euch Gegner vor die Linse springen. Juhu! Level 4 erreicht. KP steigt um 8. ST steigt um 1. ABW steigt um 1. GL steigt um 1. Juhu! Oh, das Geld sollten wir mitnehmen. So. Da war doch noch einer, ja. Oh, aua. Warte, ich muss den jetzt dahin schieben. Nein, ist so falsch. Oder? Ist so falsch, verdammt. Warte, gibt es hier nicht irgendwie Hinweise darauf, wie ich das machen muss? Vielleicht muss ich mich einfach an irgendein Bild orientieren. Und daran könnte ich nicht, oder? Nee. Okay, also das haben wir schon mal. Und ich kann ihn auch nicht weiter verschieben, oder? Nee. Hier noch weiter? Nein. Und hier noch weiter? Nope. Und wenn ich wieder zurückschiebe? Geht auch nicht. So, so kann man ihn auch nicht zurückschieben. Nee, ich glaube, wenn dieser Ton ertönt ist, dann kann man, glaube ich, nichts mehr verändern. Okay, gut, dann müssen wir ein bisschen nachdenken. Es muss irgendwas Logisches sein. Okay. Gibt es hier irgendetwas, was anders aussieht und was angepasst werden muss? Also die stehen so ja eigentlich alle in der gleichen Reihe. Vielleicht muss ich auch einfach mit der anderen Seite anfangen. Warte, dort sind. Nee, das ist alles gleich. Okay, ich kann auch nach vorne schieben. Okay, das wird jetzt eine lange Probierrunde rein. Aua. Wenn da irgendein Sinn hinter steckt, dann weiß ich, dann kenne ich ihn nicht, glaube ich. Oder ich bin voll dran. Oh, vorbeigelatscht. Aua, aua, aua. Aua. Ja, es kann auch sein, dass ich voll an des Rätsels Lösung vorbeigelatscht bin, ohne es zu merken. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe das ja schon mal angefangen zu spielen, aber ich kann ja noch an dieses Rätsel erinnern, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das gelöst habe. Okay, also ich habe den jetzt nach unten geschoben. Nütze ich jetzt hier vielleicht irgendwas? Nö. Dann schiebe ich den mal hier auch nach unten. Okay, also es bringt nichts, wenn wir beide nach unten schieben und es bringt auch nichts, wenn wir beide nach innen schieben. Okay, nach unten. Gibt es hier nicht irgendwo einen Hinweis? Oh, oh, scheiße. Nein, nicht schon wieder der Magier. Du bist ein böser Magier. Okay, also das bringt dich zumindest nach innen, dann vielleicht nach außen. Oh, das war gleich komplett falsch. Also das, oder? Oder es war richtig, weil nichts passiert ist. Das kann auch sein. Ja! Ist was passiert? Ist was passiert? Bitte, bitte, bitte. Yes!
Juhu, juhu. Gut. Oh. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir am Endgegner angelangt sind. Aber es ist nur ein ganz dumpfes Gefühl. Okay, da kommen wir wahrscheinlich so nicht hin. Ich schätze mal, hier gibt es auch wieder... Oder? Gibt es hier irgendwo... Ja. Müssen wir vielleicht... Können wir das aufheben? Nee. Und springen können wir auch nicht. Dann ist wahrscheinlich wieder irgendeine Statue von denen. Nee. Nopes. Ach komm schon. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das vielleicht aufheben kann und dann raufschmeißen kann. Müssen vielleicht nochmal dort was ändern? Kann man die noch verschieben? Aua! Aber ich wette, jetzt ist auch das zerstört, oder? Nein, verdammt. Kann ich einfach... Nein. Ist jetzt nur die Frage, wie ich das denn umstellen muss. Vielleicht muss ich einfach nochmal genau das gleiche machen. Also warte, was hatte ich jetzt vorhin gemacht? Runter. Hatte ich hochgemacht? Juhu. Aua. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das gemacht habe. Ich bin nicht da hingekommen. Wie zum Henker bin ich da hingekommen? Ich meine, so komme ich ja. Und ich kann auch nicht springen. Das heißt, ich muss... Eigentlich müsste ich doch irgendwo... Nee, kann ich nicht verschieben. Nopes und Nopes. Nein. Na, wie war das denn nochmal? Geht's da irgendwo rein? Nein. Jetzt. Oder, warte. Nein. Wäre auch zu einfach. Das wäre wirklich zu einfach. Das sieht so verdächtig aus. Aber da ist nichts. Heute haben hier auch alle grüne Diamanten und keinen oder Smaragd und kein Rubin in sich tragen. Lass mich rein. Vielleicht bin ich auch blind und sehe einfach nichts, weil der Bildschirm mir so direkt vor der Nase sitzt. Vielleicht muss ich ja doch wirklich was daran ändern, aber...
Ach genau, ich hatte beide nach außen gemacht. Aber, also ich habe das jetzt nochmal so gemacht, wie es davor war. Aber ich glaube nicht, dass jetzt was ändern wird. Ich glaube, das wird beibehalten werden. Ja. Das heißt, es muss irgendeine andere Möglichkeit geben, da hinzukommen. Jetzt nur die Frage, wie...